Ja, und damit, hey Leute, ich bin der Bruga und ihr seht die Demo von Resident Evil 2, dem Remake. Kommt jetzt am 25. Januar für die PlayStation 4 und alle anderen Sachen, die man sich so vorstellen kann, auch für die Kartoffel und den Taschenrechner. Nein, natürlich nicht. Aber ich mache nur Spaß. Ich habe nämlich wirklich Spaß auch hierbei gehabt. Ich war am 31.07. in Hamburg bei Capcom, durfte das schon mal anzocken. Exklusiv als deutscher YouTuber, sehr, sehr geil. Ich meine, es haben noch andere gehabt, Redaktionen, so die Rocket Beans zum Beispiel, auch sehr sehenswert. Sehr, sehr nette Leute und da mache ich gerne mal Werbung für, ne? Guck die Rocket Beans. Und ja, wer hat's noch? GameStar, glaube ich. Also die ganzen Redaktionen haben es bekommen und die Privatpersonen quasi, die Influenza, die Grippeviren, so wie sich manche ja schimpfen, ich hasse das Wort, die dürften es jetzt anspielen und zwar in Form von mir. Ich durfte es am 31. spielen und der Yuga, der liebe Chris, der durfte es am 1. anspielen. Ich habe auch alles recorded bei mir. Ich habe gut 2 Stunden Aufnahmen gemacht. Das Dumme ist nur, die Technik hat absolut nicht mitgespielt. Und alles ist im Arsch. Meine ganzen Aufnahmen sind voll für einen Eimer. Und der liebe Yuga hat mir dann einfach mal so netterweise was mit aufgenommen und das hat er mir hier zur Verfügung gestellt. Er hat einen eigenen Run aufgenommen und nochmal einen zweiten von der Demo jetzt für mich extra. Das ist voll lieb von dir und deswegen nochmal hier vielen lieben Dank. Guck mal rein beim Yuga, der wird das wahrscheinlich auch hochladen. Ich werde jetzt einfach mal so ein bisschen drüber quatschen. Ihr kennt ja Resident Evil 2. Ja, Leons erster Tag im Job bei der Raccoon. Beim Raccoon Police Department, aber irgendwie ist ganz schön was schiefgelaufen. Und glaub mir, wenn ich jetzt schon mal sage, es wird alles anders, dann wird alles anders. Also ich kann jetzt nicht wirklich für den Hyuga sprechen, ich weiß nicht, wie er das gespielt hat, aber ich habe natürlich Highskill gespielt, ihr wisst ja, ihr kennt mich. Ich habe es natürlich, nein, also ich war jetzt auch nicht so der Beste, also ich bin nicht gestorben, wurde glaube ich 2-mal gebissen, aber lasst mich euch sagen, es ist ganz anders und es ist auch wirklich schwer, also... Ich weiß nicht, welcher Schwierigkeitsgrad das hier ist. Und übrigens, die Qualität leidet natürlich immer so ein bisschen, wenn man es aufzeichnet. Aber das hier ist nicht mal 4K. Ich habe das auf einem riesig großen Beamer gespielt. Auf der PS4 Pro. Und ich schwöre euch, das sah aus wie geleckt. Ich wollte mir die Finger danach lecken. Mir ist die Sahne ins Gesicht gespritzt und runtergelaufen. Am Kinn, durch den Bart. Ah. Also ja, ich weiß gar nicht, wie er jetzt spielt. Ja, ein bisschen dumm Zeug muss auch sein. Ich weiß jetzt gar nicht, wie er spielt, der Chris. Aber ich war sehr aufmerksam. Also ich habe mich wirklich in der Halle hier erstmal bestimmt 10 Minuten umgesehen und habe sehr viel erforscht. Ich hatte die Steffi bei mir sitzen, die hat mir alles so ein bisschen erklärt. Und ja, wie soll ich sagen? Es ist halt immer noch das alte Spiel. Man sieht es ja, es ist immer noch von der Grundstruktur her gleich. Aber es ist einiges Neues dazugekommen. Auch ganz, ganz viele kleine Rätsel, wo ich jetzt echt überrascht war und die mir auch richtig Bock gemacht haben. Also viele kleine Sachen wie, ja, so Spinne, die man öffnen muss aus einer Kombination mit 3 Buchstaben. Die sind dann meistens aber auch so, dass man, also diese 3 Buchstaben sind so angeordnet, dass man dann zum Beispiel irgendwas aus der Umgebung als Schlüsselwort nehmen muss. Ja. Zum Beispiel da ist so ein Safe, also so ein Spind, da ist das ist der vom Captain und dann ist das Passwort halt eben Cap. C-A-P. Oder es gibt auch solche kleinen Taschensafes, da muss man dann, ich glaube, 8 oder 10 Knöpfe in der richtigen Reihenfolge drücken und da ist dann auch wieder was drin. Und. Ach, und noch eine richtig große Neuerung. Ich spoilere jetzt einfach mal, bevor ihr es seht im Spiel. Also das seht ihr bestimmt. Ich muss halt immer davon ausgehen, dass der Christian nicht alles sieht, was ich gesehen habe. Aber ich denke mal schon, er ist ja sehr fix und er ist ja auch... Ne, er kennt sich ja auch ein bisschen aus. Auf jeden Fall, sie haben ein Feature reingebracht. Haltet euch fest, was es schon in Teil 3 gab in Nemesis. Man kann jetzt nämlich wieder Pulver mischen, um Munition zu erzeugen. Und jetzt halte ich mal die Klappe, weil das ist spannend. Ich habe hier richtig... Also mir ging ja echt der Stift, Leute. Ich habe mich 3-mal richtig derbe erschrocken. Muss ich sagen. Und das waren sie richtig geil. Ich weiß, ich sage oft richtig und sehr und... Sehr. Also, wenn ihr mich jetzt schon mal nach einer abschließenden Wertung fragt, wie ist das Spiel? Ich sage sehr. Und richtig. Richtig und sehr.
Ja, aber wie gesagt, das war dann noch sehr mit dem Pulver. Was ich jetzt nur gesehen habe, es gab so ein kleines Help-File, da stand halt nur drin, dass es normales und schweres Pulver gibt. Normales Pulver, wenn man davon zwei mischt, gibt es, glaube ich, 12 Pistolenschuss. Schweres Pulver habe ich leider keins gefunden, aber mit schwerem und normalem gibt es Schrotflintenmunition. Ich glaube, mit zwei schweren gibt es Magnum. Also nur mal so für euch als kleine Faustregel, weil in Nemesis konnte man auch zum Beispiel Granatenmunition machen für den Granatwerfer. Ich bin mal ein bisschen ruhig, das ist gerade alles so spannend. Ich will es euch nicht nehmen, aber ihr seht sie eh bei mir im Let's Play. Ich finde es sehr geil, wie er es macht. Also, man merkt schon, er ist halt auch ein Let's Player, ja. Und man merkt, dass er so ein bisschen auf gewisse Sachen achtet, wie Stimmung. Also ich jetzt nicht, weil ich hier alles drüber quatsche. Also tut mir doch mal leid. Meine Aufnahmen sind echt Murks. Ich werde mal vielleicht nachher was einspielen, dann seht ihr, was ich meine. Kann ich halt echt nicht so bringen, weil das würde auch wahrscheinlich das Spiel ein bisschen falsch darstellen. Dann sagen wieder Leute so, was für eine Kack-Grafik ist das denn? Ja, klar, Kack-Grafik, aber ist ja nicht meine Schuld. Das Spiel sieht wirklich richtig geil aus. Ich finde nur, es ist ein bisschen zu dunkel teilweise, also... Ich weiß nicht, ob ich jetzt nur den Eindruck hatte, aber auf dem Beamer sah es halt wirklich, wirklich düster aus. In der Halle habe ich nicht sehr viel gesehen und in den ganz dunklen Ecken macht Leon gnädigerweise auch die Taschenlampe an. Ich fände es eigentlich ganz cool, wenn man das manuell wirklich jetzt bestimmen könnte, ob man die Lampe anhat oder nicht. Achso, und die Türen, wie ihr seht, die sind jetzt nicht mehr mit einem Ladescreen verbunden. Ich meine sogar, die Steffi hätte gesagt, das ist dieselbe Engine wie in Teil 7. Man sieht es auch wirklich an den kleinen Symbolen. Und so gewisse Highlights daran sieht man... Oh, das habe ich gar nicht gehabt, das Heilspray. Ja, cool. Immer wieder was Neues. Man sieht halt immer wieder an allen Ecken, dass es dann doch die Resident Evil 7 Engine ist. Zum Beispiel, sei es so eine kleine Vase oder gelbes Klebeband, daran sieht man es halt wirklich schon. Aber ich finde, es ist sehr stimmig. Also, nicht, dass ihr jetzt denkt, es macht was kaputt. Das war jetzt einfach nur so, was mir aufgefallen ist. Und guckt euch mal diese Lichtstimmung an. Das ist der Wahnsinn. Und du weißt nie, ob einer von diesen Zombies noch aufstehen wird. Dann lasst mich euch verraten, es ist eine richtige Saubande. Die brauchen nämlich echt lange, bis sie tot sind, die Viecher. Die haben mich dann... Ich habe sie zweimal niedergeschossen und trotzdem haben sie mir noch ins Bein gebissen. Und das ist echt, das sieht richtig fies aus. Also passt mal jetzt auf. Ich sag gleich, sehr derbe Gewaltdarstellung für Leute, die da ein bisschen schwächer, zarter beseitigt sind. Schaut jetzt nicht hin. Für alle anderen viel Spaß. Richtig assi, sowas. Aber ich finde, gerade durch diese Härte wirkt es halt nochmal realistischer. Ich meine, es wäre wahrscheinlich genau so, wenn es einen Zombie-Ausbruch gegeben hätte in einem Polizeirevier. Also jetzt ohne diese ganzen Rätselchen, aber ich meine so von dem, dieses bedrückende Gefühl und überall liegen Leichen und Blut und Eingeweide und du weißt halt nie, was ist hier los und... Ja, das war... Da bin ich richtig erschrocken. Guckt euch mal diese Zombies an, wie das aussieht. Und jetzt kommt der Angriff der Zombies, Leute. Das ist so wahnsinnig gut gemacht. Ich bin so ein bisschen hyped und ich werde viel Stimmung zerstören. Ich sag's gleich. Oh. Oh, was machst du denn? Lass ihn nicht töten, Mann. Ich habe ihn in die Beine geschossen. Man kann wirklich auf die Beine schießen und die kippen dann um. Achso, noch eine große Neuerung. Man hat auch hier wieder Kampfmesser. Ich weiß nicht, ob das eine Neuerung ist, aber so bisher gab es das noch nicht. Die Kampfmesser haben eine Haltbarkeit. Sind übrigens auch sehr, sehr stark. Also ich habe mit ein paar Schlägen einem Zombie beide Arme abgetrennt und er konnte dann fast nichts mehr machen, aber ist schon Hammer. Oh.
Na, kennt ihr ihn noch von früher? Thanks. Marvin Browner. Leon Kennedy. There was another officer I couldn't. Ich habe übrigens schon gefragt, die Steffi, ob Sascha Rotermund wieder Leon sprechen wird im Deutschen. Also sie weiß es noch nicht. Weder ob er ihn spricht oder ob es überhaupt eine deutsche Sprachausgabe gibt. Aber im Menü konnte man schon einiges einstellen. Das weiß nicht, ob das jetzt hier gezeigt wird. Ich durfte es, glaube ich, auch nicht zeigen in der Aufnahme, weil es alles noch nicht so final ist. Deswegen. Aber ich finde alleine schon so die Charakterinteraktion. Man sieht, das ist alles schön mit Motion Capturing eingefangen. Die ganzen Bewegungen sehen alle sehr echt aus. Okay, Lieutenant, I'm ready. Hopefully you'll be able to find a way out of this station. That officer you met earlier, Elliot. He thought this secret passageway might do the trick. This is good news. We can get you to a hospital. No, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. I'd come with you, but I just slow you down. Now, you'll need this. I can't take it. Stop. And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. You take it out. Or you run. Got it? Yes, sir. Ja, also ihr seht schon, die Dialoge, die sind echt gut im Englischen. Hier hat man jetzt das Combat Knife, was ich erwähnt habe. Das hat eine Haltbarkeit. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Also Leon, man muss sich halt mal vorstellen, Leon ist gerade hier bei seinem ersten Arbeitstag bei der Polizei von Raccoon City. Ich weiß gar nicht, ich bin jetzt kein Crack und ich kann euch nicht genau sagen, wie alt er ist, aber ich denke, er müsste so um die 20, also 21, 22 sein und Claire müsste 19 sein, wenn mich nicht alles täuscht. Also keine Ahnung, schlagt's lieber nochmal nach oder berichtigt mich in den Kommentaren. Ah ja, es ist hier da sehr schnell geschaltet, das wusste er ja schon, das war da sein zweiter Durchlauf. Ich habe beim ersten Mal so ein bisschen rumprobiert, aber ich bin auch sehr schnell drauf gekommen. Hier hat man nämlich schon die erste Medaille, um diese Passage zu öffnen, von der wir gerade gehört haben. Ich bin mal gespannt, was sie sonst noch drin gelassen haben. Also eigentlich müsste ja in der Leon-Kampagne Ada auftauchen. In der Claire-Kampagne müsste dann Sherry auftauchen, Sherry Birkin. Aber ich muss euch leider gleich so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, wenn ihr die Frage habt. Leider. Es wird keine Leon A und Claire B-Kampagne oder Claire A, Leon B geben. Es werden zwei wirklich einfache, also einzelne Kampagnen sein. Die werden sich nicht überkreuzen und man kann es nicht zweimal nachspielen. Aber ich weiß ja nicht, was sonst noch alles kommt. Seht ihr? Und das meine ich jetzt hier, dieses Setpiece mit dem Kasten, der mit den Bändern halt zugeklebt ist. Das ist so ein bisschen, ne? Oh, sehr gut. This is not how I imagine my first day. Ja, erstmal Gamepad leer am ersten Tag, ne? Schlimm. Nee, dieses mit den Klebebändern, das hat mich auch direkt so ein bisschen an Resident Evil 7 erinnert. Aber jetzt, wie gesagt, nur so von der Optik. Ist jetzt weder positiv noch negativ. Ich hoffe jetzt übrigens, dass er gleich was zeigt, was ich beim ersten Mal ehrlich gesagt auch vergessen habe. Aber das ist richtig krass. Also nochmal, an alle, die Gewaltdarstellung, Leute, die ist vielleicht nicht so schlimm, wie ihr denkt jetzt, wenn ich so viele Worte drum mache, aber sie ist auf jeden Fall über die Maßen explizit. Also es ist sehr, sehr krass, was man hier für Bilder sieht und ich glaube, es ist halt erst der Anfang. Ich weiß ja nicht, was da später noch kommt, aber das hier für die Demo ist es schon sehr, sehr böse. Die könnt ihr, glaube ich, übrigens auch auf der Gamescom spielen. Wenn man durchrennt, braucht man übrigens nicht lang, ich glaube so 10 Minuten. Oh, bitte schaut ihr das an. Da kommt jetzt eigentlich der erste Licker übrigens, wer sich noch erinnert an Resident Evil 2. Oh, er schaut sich's an. Achtung, das ist so krass. Das ist einfach nur krass. Alter! Huh? What?
Oh, das ist eine von den Szenen. Es wirkt jetzt vielleicht nicht so, weil ich halt sehr entspannt rede. Aber ich war wirklich, wirklich angespannt, als ich hier war, weil ich... Als Veteran, man rechnet halt fest mit dem Licker. Und genau darum geht's ja auch. Wenn man das Spiel schon kennt, dann darf man sich nicht darauf verlassen, dass man alles kennt, weil es ist so vieles anders. Glaubt mir, es ist sehr, sehr... Allein in dem kleinen Abschnitt ist schon so viel anders, dass Wege nicht zugänglich sind oder dass Räume anders erreichbar sind, dass die Tür eben woanders liegt oder... Weiß nicht, so viele Sachen einfach, so viele Kleinigkeiten. Macht er wirklich schön. Also ich finde, der zeigt genau das Relevante. Oh, da kommst du schon durch. Ah, zielen ist nicht so, ne? Nein, ich habe auch nicht jeden Schuss getroffen, aber die Zombies, die sind echt... Ja, sehr gut. Er softet sie mit dem Messer so ein bisschen an. Sehr gut, machst du. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich habe nämlich auch den Fehler gemacht, ich habe sie niedergeschossen, bin dann vorbeigelaufen. Und ihr glaubt nicht, wie schnell diese windigen Mistviecher sind. Die drehen sich dann sofort zu euch und beißen euch ins Bein. Also aufpassen. Ich habe es halt einfach mal getestet. Wie gesagt, ich wollte einfach mal so gucken und wollte mal alles so wirken lassen auf mich, wie es denn funktioniert. Und es funktioniert grandios. Ich sag euch, das ist krass. Also es ist wirklich krass. Wenn du denkst, du hast schon alles hier gesehen und dann überrascht sich wieder das Spiel. Oh, das ist sogar die Texte. Aber gut, nee, die muss man nicht. Die lese ich nicht vor, Kinder. Das mache ich dann im Hauptspiel, also wenn es rauskommt. Und habe ich schon die Rätsel erwähnt? Ich meine, ja, die sind sehr, sehr nett gemacht. Also es gibt sehr coole Rätsel. Und die kann man halt eben wirklich im Vorbeigehen machen, wenn man möchte, oder halt auch nicht. Ich weiß nicht, welches er hier zeigt. Oder welches auch nicht. Aber die sind sehr clever und ich finde es so eine nette Zeit, so einen netten Zeitvertreib. Also, wie gesagt, ich weiß auch nicht, was er jetzt alles macht. Wir warten einfach mal drauf und wenn das nicht zeigt, dann werde ich euch halt nochmal so ein bisschen mehr davon erzählen. Weil einige Rätsel zum Beispiel, die sieht man schon, sagen wir jetzt mal so ein Safe in der Welt, aber den kann man leider noch nicht öffnen, weil man eben noch keine Nummer dazu hat. Und Steffi meinte auch, den kann man auch wirklich nicht öffnen, also ist nicht möglich. Man kann auch so viel rumprobieren, wie man will. Und ja, das hier übrigens ist anders zum Original. Also zum ersten Spiel von Resident Evil 2. Da war nämlich der Weg offen und nicht zugestellt. Müssen wir uns jetzt was überlegen. Was machen wir denn da? Die farblichen Markierungen, die Klebebänder, ist auch immer ein ganz netter Hinweis, wenn man drauf achtet. Oh, und hier möchte ich euch, glaube ich, mal eine Vergleichsszene zeigen von mir. Wie meine Aufnahme aussah, die war echt richtig beschissen, aber schaut mal selbst. Oh, alles voller Blut hier. Man darf wirklich keine Leiche trauen, also am besten immer mal mit dem Messer so ein bisschen oder einfach mal Munition abholen. Ich fand übrigens jetzt die Zombies nicht allzu krass, also was ich übrigens, genau, was ich sehr krass fand, man schießt aufs Gesicht zum Beispiel und je öfter man drauf schießt, desto mehr, wie soll ich sagen, wird halt sichtbar, dass der Schädel Fleisch verliert, also dass man wirklich dann auch Sachen wegschießt vom Schädel. Oh, jetzt hat er den Scare genommen. Beim ersten Mal bin ich auch hier so erschrocken, Leute. What? Der geht ja echt leicht mit dem Messer. Heftig, ich habe das gar nicht ausprobiert. Ich habe nur mit der Pistole immer. So, und hier haben wir jetzt nochmal hier das Use of Gunpowder. Ihr seht, Gunpowder plus High Grenade Powder. High Grade, nicht High Grenade. Gibt dann Schrot und zwei High Grade. Gibt Magnum und zwei Low Grade. Gibt halt einfach Pistolenmunition. Hier seht ihr, Gunpowder. Sehr geil. Ich weiß nicht, welche Waffen es übrigens sonst noch gibt. Aber ich habe eigentlich noch ziemlich viel gefragt. Vielleicht fällt mir noch was ein, was ich noch sagen wollte. Das Ding ist halt, wenn ich halt irgendwas spiele und da mir Gedanken dazu mache, zu der Szene, ist es dann, wenn ich mir die anschauen würde jetzt und das nachkommentiere, da würde es ganz von alleine kommen, was ich da gesagt habe. Weil es ist ja
Es sind ja die Gedanken, es ist sozusagen so ein Memorandum an mich, dieses Video dann, aber... Ist nicht meins, aber er hat es sehr gut gemacht, wirklich. Ich habe natürlich viel besser gespielt, ja, viel besser. Nein, Schatz. Guck mal. Oh, welcome Leon. Das war immerhin sein erster Tag. Geiler erster Arbeitstag, oder? Ich würde nach Hause gehen schon wieder. Ich hätte keinen Bock. So, Rookie's First Assignment. Das ist ein Rätsel. Das muss man nicht machen, aber man kann es machen. Und es gibt eine sehr geile Belohnung. Man muss nämlich die Initialien, also die ersten Buchstaben der Namen der Leute, die hier arbeiten, eingeben. Und muss das Schloss links und rechts aber auch öffnen. Ja. Und dann wurde halt zum Schluss hinzugefügt, sei froh, dass du nicht hier bist, Neuling. Ja, seht mal, Marvin, Brenniger, Rita Phillips und wo ist das dritte? Na, wo ist denn das dritte? Wo ist das dritte Namensschild? Wo ist es hingefallen? Hat er es gefressen? Oder sich in den Arsch gesteckt? Oder liegt es vielleicht auf dem Boden? George Scott. Dann haben wir nämlich M. R. G. Und haben somit die erste Klappe auf für das Rätsel. Ihr werdet begeistert sein, was es da drin gibt. David, so und so. Elliot. Und das dritte ist auch wieder weg. Na sowas. Da steht's doch. Nell. Also, was haben wir? D-E-N, ja? Oder habe ich mich vertan? Nee. N-E-D. So. Muss man andersrum lesen. Und dann... Tada! Richtig geil, was es hier gibt, Leute. Pass mal auf, hier. High Capacity Mag für die Matilda. Das ist unsere Waffe. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die echte Waffennamen verwenden durften. Und er hat keinen Platz. Doch, aber er kann es einsetzen. Seht man, jetzt hat die Pistole, Achtung, auf magische Weise 24 Schuss im Magazinplatz. Ist das nicht geil? Also ich war total geflasht. Ich war so, also ich bin halt echt ein bisschen sehr verbal geworden und hab ein bisschen gejubelt. Und habt ihr das eben gehört? Hat sich jemand zu Wort gemeldet? Na, geh mal gucken. Wer ist denn da? Ei, wer ist denn da? Der Zombie! Ich hoffe ehrlich gesagt, er schießt ihm nochmal in die Füße oder so. In die Beine, dass er einfach mal umkippt. Oh, guck ich mal dieses... Oh. Ja, und das ist übrigens auch so ein Ding, wenn man ein Messer hat, kann man das in die Zombies reinhauen, beziehungsweise das mit einem Quicktime-Event eben nutzen und auch wiederholen. Ah, oh, das meine ich! Das ist mir passiert, diese Drecksau! Man kann sich mit dem Messer nämlich ganz schnell aus der Umklammerung befreien. Oh, jetzt kriegt er ein bisschen Panik, habt ihr gemerkt? Ja, jetzt hat er ein bisschen Panik bekommen. Ja, mach was du... Nein, du hast es nicht genommen, glaube ich, oder? Immer sicher... Das ist übrigens wirklich kein Scherz. Auch wenn die dann schon so viel Kugeln von euch gefressen haben, immer mal mit dem Messer drauf. Der könnte jetzt wirklich noch leben, das war bei mir so. Ich habe bestimmt 20 Kugeln rein. Immer auf den Kopf. Ich habe wirklich immer den Kopf getroffen und die standen wieder auf. Fies. Aber man darf halt jeder berechnen, dass es ihn wirklich tötet, auf den Kopf zu schießen. Und das Rätsel geht übrigens noch nicht. So, ihr lieben Leute, das war's aber für den ersten Part. Ich mache zwei, beziehungsweise ich werde aus dem Material einfach mal zwei schneiden, so dreist wie ich bin. Ich könnte es auch ein Stück hochladen, aber ich finde das ein bisschen zu lang, weil ich habe jetzt sehr viel Input gegeben. Und im zweiten Part wird es auch wieder ein bisschen was geben. Lasst es mal einfach mal sacken. Ich werde heute noch den zweiten Part hochladen. Wie gesagt, ich werde noch vergleichsweise von meinem Material, das ich aufgenommen habe, ein bisschen was zeigen. Es ist furchtbar, sieht echt nicht gut aus. Leider, leider. Und... Ja, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen oben da und schreibt mir, wie ihr die Demo findet. Freut ihr euch aufs finale Spiel und werdet ihr es vielleicht irgendwo als Let's Play sehen oder selber zocken? Ich bin gespannt. Ich kenne ja viele, die können das nicht spielen, weil es zu gruselig ist. Und es ist wirklich verdammt gruselig. Danke und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.